Na, da haben wir ja echt Glück gehabt. Tadelloser Marat, Avat und Erend. Ui, alle drei. Mehr kann ich nicht tragen. Hä? Ah, nein. Ich will das zerstören jetzt. Was ist das? Oh, du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Hier, das Mädchen. Jetzt schon wieder so eine Waffe. Oh. Können wir das beenden? Ich muss doch einen Sonnengott finden. Da. Diese Schallwaffe ist schon... Zack, den können wir umbringen. Keine Ahnung, warum wir den anderen nicht töten konnten. So, wo ist aber... Oh. Es ist nicht vorbei, Nora. Als guter Osiram-Bastler weiß man. Man braucht einen Notfallplan. Das ist nicht gut. Ach so, wir haben ihn schon platt gemacht, ey. Was war denn das für eine Lusche? Diese majestätischen, mörderischen Blitze habe ich denn. So, ich muss wieder Rüstung wechseln. So, Eisrüstung. Perfekt. Dann bräuchte ich die Pfeile hier. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Die sind aber ein bisschen anders von der Art her. So, der ist mal weg. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. So, nächster. Zack und zack. Ich glaube, drei waren's. Oh, es sind noch mehr. So, komm schon. Der eine muss weg. Oh, der andere liegt hier auch am Boden. So, perfekt. So, der hier ist... Schade. So, weg mit dir. Ich sehe jetzt halt leider nicht mehr, wenn ich die getötet habe, weil mir die Erfahrungspunkte nicht mehr angezeigt werden. So, komm schon, bleib hier unten. Sehr gut. Lief doch echt wie geschmiert gerade. Okay, das waren echt schon alle. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen.
Ich weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Uiuiui. So, rede mit der Wahl. Wo ist denn der Wahl? Ist der hier hinten? Ne, hier ist der Sonnenkönig. Ich mache zuerst natürlich das Optionale. Das ist Erend. Ja, okay, für der Wahl muss ich eine Weile laufen. Ich will schon wissen, was der zu sagen hat. So, dann hier runter. Ich weiß, ich muss dann wieder alles zurücklaufen, aber ich muss das Optionale zuerst machen, weil sonst habe ich dann die Chance gar nicht mehr. Das Gefängnis ist ganz schön weit weg. So, hier rein. Hier rein. Ah, hier ist die Zelle. Willst du dich an meinem Anblick weiden, Nora? Na, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Was, das war's? Und wie leise der geredet hat. Hatte der jetzt auch gerade eine andere Synchronstimme als vorher? Also manchmal echt mit diesem lauter, leiser und teilweise die Stimme... Teilweise die Stimme nur an einem Ohr. Das hätten die schon echt besser abmischen können. Ich meine, wie ist denn das, wenn du einen Track rausbringst, ganz egal ob Gesang oder Rap, und dann hörst du die Stimme von dem Interpreten nur auf einem Ohr. Du hörst den Beat auf beiden Ohren, aber die Stimme nur auf einem Ohr. Das ist super ätzend. Keiner wird sich das Lied anhören. Aloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte derweil sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehme es mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl... das tun, was man soll. Und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf. Sonst weine ich noch. Oh, ich mag Erend. Er ist so sympathisch, wenn er nüchtern ist und nicht sturzbesoffen. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten. Wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Ja, da bin ich wieder nicht so dafür. Aber gut. Was glaubst du, machen die Osseram mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Ja, das wird ihn sicher freuen. Ja? Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht,
während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Er ist so sympathisch, der Erend. Ganz anders als bei Ghost of Tsushima. Da kann ich ihm, also ich muss sagen, da kann ich einfach gar keinen Charakter leiden. Niemanden. Ishikawa kann ich nicht leiden. Masako kann ich nicht leiden. Yuna erst recht nicht. Aber hier Eren sympathisch, Avad sympathisch. Also muss man schon sagen, also hier kann man mehr... Vielleicht ist das halt bei Ghost of Tsushima auch so gewollt, aber hier kann ich auf jeden Fall mehr Charaktere leiden. Da machen natürlich die Quests auch viel mehr Spaß. Und das Abschiedsgespräch war jetzt schon echt rührend, muss ich sagen. Vielleicht habe ich sogar 2 Minuten für dich. Aloy, mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Arsas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Kaja und den Osaram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osaram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Derval. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Was genau passiert jetzt mit der Wahl? Im Moment sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen? Ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osaram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Derval ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Das stimmt, aber Derval hat auf jeden Fall verdient, was er bekommt. Ich weiß, wer die Nora angriff. Eine Gruppe Schatten-Kaja namens Eclipse. Sie graben alte Maschinen aus. Waffen für einen Angriff auf Meridian. Ich verstehe. Was du da sagst, klingt genau wie die Gerüchte von Marat. Wann soll der Angriff sein, weißt du? Bin mir nicht sicher. Wir werden uns darauf vorbereiten. Ah, okay. Meridian vor dem Feind gerettet. Ja, das letzte Gespräch war jetzt nochmal. Möchtest du noch reden? Ja, gerne. Warum soll ich in Meridian bleiben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Nee, das ist auf jeden Fall nicht die richtige Antwort. Ich bin kein Ersatz. Klingt auch irgendwie sehr böse. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, ja. Ich folge meinem eigenen Herzen. Danke für das Angebot, doch. Ich glaube, wir beide sind nicht bereit dafür. Zumindest noch nicht. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir, um zu finden, was ich suche. Und er führt mich weit weg von Meridian. Ja, natürlich. Ich wollte nicht anmaßend sein. Du hast deinen eigenen Kopf. So wie Ersa. Aber bitte, denk dran, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, heute ist ein Sonnenaufgang für uns.
kein Abschied. Er ist echt nett, der Abarth. Ich muss gehen. Ich verstehe. So ein Fluch für die Dunkelheit. Ah ja, Silence. Stimmt, nächster Story-Schnipsel. So, wir haben hier 3 Fertigkeitspunkte, dann können wir mal diese Fertigkeit hier kaufen. Jetzt brauchen wir wieder 3, dann können wir das und dann kommt noch der ganze Kram hier. Geht sich das jemals aus? Ich bin ja schon bei maximalem Level. Ah, okay, hier kriege ich aber wieder einen Fertigkeitspunkt. Hm. Jagdgebiete kriege ich da. Ah, da kriege ich überall einen Fertigkeitspunkt. Ja, dann geht es sich locker aus. Wenn ich in jedem Jagdgebiet das mache und dann auch noch das DLC-Jagdgebiet, dann kriege ich überall einen Fertigkeitspunkt. So. Ein Fluch für die Dunkelheit. So, wir reisen mal hier hin. Boah, aber. Der Bosskampf jetzt gerade, der war echt lusch. Ich habe mich nur gewundert über seine Schallwaffe, die uns da so wegschleudert. Aber der war ja so schnell K.O. Und ich dachte mir schon, warum geht der so komisch zu Boden? Warum kann ich den nicht abstechen? Ja, jetzt weiß ich warum. So, wir haben jetzt genau 2 Stunden. Hm. Ja, dann werde ich jetzt noch ein bisschen was machen, damit ich dann noch eine Folge voll bekomme. Also sonst muss ich 20 Minuten auf die Folgen aufteilen. Das wäre ein bisschen schade. Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Und er sagt einfach gar nichts mehr. So, ich wollte noch schauen, rohstoffmäßig. 89 von 120. Ja, da habe ich nur ein bisschen Platz. So, wir sind jetzt hier medizintechnisch auch gleich wieder voll. Hier Medizin. Sehr schön. Sind wieder voll und einsatzbereit. Ja, dann machen wir gleich mit der Quest hier weiter. Geht's weiter mit der Eclipse und mit Silence, die uns die ganze Zeit das Ohr voll quatscht. Silence kann ich auch überhaupt nicht leiden. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Ist für ihn halt Zeitverschwendung zu reden. Er hat halt eine ganz andere Denkweise als wir. Setz dich ans Feuer und wir unterhalten uns. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch
In der Tat war es so, dass ich der Eklipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Ja, geil. Wir dürfen seinen Fehler ausbaden. Ja, da würde ich mich auch aufregen, so wie Aloy. Wir können seine Drecksarbeit machen, obwohl er das selber machen sollte. Mal sehen, was dahinter ist. Aber er ist ja ein feiner Herr. Er braucht das ja nicht machen. Sie patrouillieren hier.